von Arbeit muss man leben können. Das ist aus unserer Sicht ein Grundsatz. Wir brauchen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, und zwar für ganz Deutschland. Es sind noch genau 100 Tage bis zum 1. Mai 2011, also 2011, und am 1. Mai gilt dann die volle Freizügigkeit des deutschen Arbeitsmarktes, auch gegenüber allen anderen Beitrittsländern, die bisher noch nicht dieser Freizügigkeitsregelung unterlegen sind. Damit droht nach unserer Auffassung eine Welle von Lohndumping in der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen natürlich mehr Offenheit und Freizügigkeit in Europa, auch auf den Arbeitsmärkten. Das setzt aber voraus, wenn es nicht zu wirklichen Verwerfungen und auch zu politischen Verwerfungen kommen soll, dass das verbunden wird mit mehr Sicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das entscheidende Element für die Sicherheit in dieser Frage ist eben ein gesetzlicher Mindestlohn in existenzsichernder Höhe für die Betroffenen. Wir fordern bis 2013, so wie es auch in unserem Wahlprogramm steht, 10 Euro Mindestlohn pro Stunde. Die kommenden 100 Tage sind das entscheidende Zeitfenster dafür, dass dieser Lohn in dieser Höhe, dieser Mindestlohn in dieser Höhe eingeführt wird. Danach wird es schwierig, weil ab diesem Zeitpunkt eben diese Freizügigkeit in Europa gilt. Wir werden diese Frage Mindestlohn in den nächsten 100 Tagen deutlich versuchen, ins politische Zentrum unserer Tätigkeiten zu rücken. Wir werden im Parlament natürlich für Mehrheiten werben, für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Unser Vorschlag ist, dass wir zum 1. Mai 2011 durch ein Mindestentgeltgesetz mit einer Zielmarke zum 1. Mai 2013 die 10 Euro erreichen. Man könnte eine Einführungsphase machen, bei 8,50 Euro anfangen, aber eben dann entsprechend unserem Wahlprogramm bis Mai 2013 auf 10 Euro kommen. Wir wollen die Einführung eines internationalen Mindestlohnrates, so wie er auch bei der Low Pay Commission in Großbritannien bereits Realität ist.